Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Nach dem Live-Tuning vom Turismo Classic kommt jetzt auch noch der Speed und der fucking Race-Test vom Turismo Classic. Mit am Start ist Enrico Italia und zusammen werden wir wieder herausfinden, ob dieses nette Teil, dieser geile Ferrari F40 in der Le Mans Edition, habe ich ja getunt so, alle Klassiker abzieht im Speedtest. Also schauen wir mal erstmal, ob der alle in der Beschleunigung abzieht und in der Endgeschwindigkeit, was ich nicht so glaube in der Endgeschwindigkeit. Und dann danach direkt gleich der Race-Test, wo wir die Rundenzeiten testen, ob der im Rennen auch eine geile Rundenzeit hinbekommt. Vielleicht nicht die beste, aber wäre schon geil, wenn die an den Sterling GT rankommt. Immer noch beste Auto. Beste Klassiker für Rundenzeiten. Let's go, würde ich sagen. Erster Speedtest. Turismo Classic, ich bin der Quatsch, Grotti Turismo Classic, ich muss ja richtig aussprechen, Grotti Turismo Classic, feinster Supersportwagen-Klassiker gegen den Monroe, beide voll aufgetunt, 40 ist gut, 40 ist gut, feinste Zeiten. 40. Beide gleich weggekommen, du hast ein bisschen mehr Wheelspin, ich nicht so. Ey, der Turismo Classic hat eigentlich kaum Wheelspin, oder? Ist dir was aufgefallen? Nö, eigentlich gar nicht, ne? Mir auch nicht, das ist ja cool. Das erinnert mich an den Sterling, oder? Warte mal, hatte der Sterling krassen Wheelspin oder nicht so Wheelspin? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich noch feststellen. Nee, der Sterling jedenfalls, hatte nicht so. Der Pigal hatte viel. Monroe auch. Okay, gut. Jedenfalls in der Beschleunigung klar den Monroe abgezogen. Ich hatte den Monroe noch mit reingenommen, weil ist ja einer noch dieser, ich sag mal, Retro-Supersportwagen. Ich würde ihn als Retro-Supersportwagen bezeichnen. In der Klassikerklasse auch noch ein relativ beliebter Klassiker. Von daher einfach mal und mit reingenommen. Jetzt testen wir die Endgeschwindigkeit. Ich meine, Beschleunigung klar gezogen. Ich habe hier auf dem Tacho 130 Meilen. Was hast du? 125. Gediegen. Geliebter Ehrensohn. Ich weiß nicht. Ich glaube, Endgeschwindigkeit, da kommt er nicht mehr ran. Der Monroe. Oder? Nee, was sagst du? Nee, ich glaube nicht. Okay. Jetzt komme ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh mal auf die rechte Seite. Auf die rechte? Ja, mache ich. Na komm, und? Ah, knapp. Ich würde sagen, vielleicht in der Endgeschwindigkeit ist der Monroe etwas besser, aber dadurch, dass ihr so hart beschleunigt habt, kommt er halt einfach nicht mehr ran. Doch, jetzt kommt er ran. Ja, vielleicht ein bisschen besser, aber im Rennen ist es komplett irrelevant. Jedenfalls, nächster Speed ist bis gleich. Damn right. Feinster Pigal. Right. 3,54. Er hat gar nicht so ein Wheelspin, der Pigal, oder? Ah, der kommt übelst langsam vom Fleck. Dieses kleine Retro-Auto da hinten mit diesen gelben Lichtern. Der kommt schon noch. Das ist mir übrigens aufgefallen, dass der Pigal auch diese feinen gelben Lichter hat, wie von dem Sterling. Der hat nämlich auch diese krassen Oldschool-Retro-gelben Lichter. Also Beschleunigung klar abgezogen. In Endgeschwindigkeit weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt... Können wir schon eigentlich abhacken, oder? Was sagst du? Kommt der noch ran in Endgeschwindigkeit? Der hat eine gute Endgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, das ist sau schwierig bei einem Fahrzeug. Aber dadurch, dass der andere schon in Monroe, also der, wie heißt er, Turismo Classic schon in Monroe abgezogen hat, würde ich schon sagen, dann helfen die. Ja, dann. Also die haben sich in der Endgeschwindigkeit nicht mehr so viel genommen. Es ist egal für ein Rennen, da wäre der schon längst, keine Ahnung, durch die Ziellinie gefahren. Aber ja, der kommt auf jeden Fall nicht mehr ran. Turismo Classic gegen Casco bei der Wimmer. Voll aufgetunt machen wir bei 30. Yeah. Yeah, feinste! 28, 29. Beide ungefähr gleich weggekommen. Oh! Alter! Da kurz gleich auf. Same acceleration, man. Irgendwie hatte der Casco ein bisschen mehr Wheelspin als. Ich sehe es bei mir halt nicht. Hatte der Turismo Wheelspin? Ich weiß nicht. Hast du was gesehen? Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall Beschleunigung abgezogen. Richtig ab, Alter. Ja, Mann, der marschiert nach vorne. Casco war immer richtig gut von der Beschleunigung her. Gab's überhaupt einen besseren? Ich weiß es nicht. Alter. Krank, oder? Wie der dran klebt. Boah, heftig. Tschüss. Also schon mal deutlich besser als die davor. Mono und Pigal. Der hat richtig Bock, der Casco. Der hat richtig Bock. Der will den überholen. Der ist ein kleiner Nimmersatt, Alter. Nimmersatt. Dieses kleine Auto, Alter. Will man doch jetzt, echt jetzt nur. Merkt, ja, das ist halt ein Ferrari, da kommt er nicht ran. Der Ferrari F40 zieht jetzt ab. Hoffe ich doch mal. Was hast du auf dem Tacho eigentlich? Oder, warte, etwas wieder. Bei mir 130. Krass. Hä? Okay. Damn. No way. Ja, doch. Sieht gut aus. Also ich sag mal, gleiche Endgeschwindigkeit.
Alter. Und ich finde sogar die Beschleunigung. Wow, es zieht ab. Nur ein bisschen bessere Endgeschwindigkeit. Ja, können wir sagen. Zieht ab. Etwas bessere Endgeschwindigkeit als der Turismo Classic, der Casco. Ah, dafür eine Beschleunigung ist gut hier, der Turismo Classic. So, nächstes Beat ist. Ayo. Lalalalalal. Beide gleichzeitig weggekommen. Und natürlich der Turismo Classic, deutlich bessere Beschleunigung, weil das Teil hat einfach eine Kackbeschleunigung. Aber es ist immer noch der beste Klassiker, was die Endgeschwindigkeit angeht. Und ich bin echt gespannt, wann dieser Z-Type an mich rankommt. Wie viel Geschwindigkeit? Also jetzt schon mal noch nicht. Na, das übliche Alter. 130 Meilen, das ist konstant. Konstant. Ja, das ist ja Tachobug, ja. 90 Meilen, Alter, und richtig krass am Aufholen. Macht keinen Sinn, aber egal. Jetzt holt er schon auf. Und sobald er hier überholt. Na, jetzt. Ah, überholt jetzt. Krass, okay, nice. Ja, also bei diesen langen Rennen, ihr wisst Bescheid, immer noch Z-Type nehmen. Also was heißt lange Rennen? Bei diesen Rennen, wo ihr so viele lange Geraden habt, so Rennen um die Map. Hey, Z-Type, bester Klassiker für Endgeschwindigkeit. All der, immer noch. Krank, keine Chance. Jo, vorletzter Speedtest, Turismo Classic gegen Sterling GT, machen wir bei 45. Jawohl. Jo. Beide eigentlich gut weggekommen, fast gleich. Aber auch in der Beschleunigung ist hier der, ich will mal F40 sagen, auch in der Beschleunigung ist hier der Turismo Classic, ein ganzes Stück besser, deutlich besser. Beim Casco war es nicht so krass. Also beim Casco, da war es richtig heftig. Der kam richtig gut mit von der Beschleunigung her. Richtig krank. Ja. Sterling bleibt da ganz da hinten. Aber das muss fürs Rennen nichts heißen. Wie gesagt, Sterling ist immer noch, also soweit ich weiß, bis jetzt immer noch der beste Wagen für Rundenzeiten. Also wenn ihr richtig geile Rundenzeiten hinbekommen wollt und das auch nicht so schwer, dann auf jeden Fall Sterling GT nehmen. Bei so Kursen, die recht kurvig sind. So wie Bonus auf der 8 zum Beispiel. Ja, für gerade, Alter, ist der weit zurück. Heftig. Danke, für so Rennstrecken mit vielen langen Geraden auf jeden Fall immer noch Z-Type nehmen oder eventuell hier diesen zarten Turismo Classic, weil der halt von der Geschwindigkeit, vom Speed her richtig gut ist. Damn, son. Krass. Nächster Speedtest. Bis gleich. Letzter Speedtest. Turismo Classic gegen Infernus Classic. Die beiden neuen Retro-Supersportwagen, nenne ich die jetzt einfach mal. Könnt ihr selber entscheiden. Welcher sieht besser aus? Haut's in die Comments. Ich finde auf jeden Fall den Turismo Classic noch ein bisschen besser vielleicht als diesen geilen Lambo da drüben. Machen wir bei 40 Sekunden. 40 Seconds, let's go. Ungefähr gleich weggekommen. Krank. Der Classic hat, der Infernus Classic hat ein bisschen mehr Wheelspin, oder? Minimal. Okay, weil ich hab's gerade nicht so, ich kann's nicht aber so gut sehen. Aber muss dazu sein, dass der Infernus Classic teurer ist, mit 200.000 Euro mehr. Richtig, knapp 200.000 Euro mehr. Der Turismo Classic kostet nur 705.000 GTA-Dollar. Und der Infernus Classic dahin, irgendwas mit 900, was war's? 915, glaube ich, 915.000. Das ist ein heftiger Preisunterschied und das ist echt lohnenswert, das Auto, denn wenn man bedenkt wegen dem Preisunterschied, dass der von der Leistung her noch verdammt gut ist. Ja. Besser auf jeden Fall in Beschleunigung schon mal als der Infernus Classic. Vom Handling her müssen wir nachher sehen beim Race-Test, bei Bonus auf der 8, Rundenzeiten und so. Aber hier, ich weiß nicht, kommt der noch an die Endgeschwindigkeit? Nee, kommt der noch ran? Was hast du auf dem Tacho? Ich habe 130 Meilen wieder, Standard. 120. Okay. Ja, nee, da kommt er nicht mal ran. Sieht nicht danach aus. Ja, Beschleunigung besser, Endgeschwindigkeit besser als der Infernus Classic, aber trotzdem 200.000 billiger. Geile Scheiße. Wir sehen uns gleich beim Racetest. Ayo! Und der Racetest gleich hinterher. Erstmal Sterling GT. Bonus auf der 8. 5 Runden, kein Kontakt. Wir checken, welche Bestzeit wir hier fahren mit dem Sterling. Und dann fahren wir nochmal danach mit dem Turismo Classic. Genau nochmal 5 Runden, kein Kontakt. Bonus auf der 8 und checken, welche Bestzeit wir da haben mit dem Turismo Classic. Wir sehen uns hier in der 5. Runde wieder. Boah! Jo, 5. Runde. Alter, verdammte NPCs. Und ich kann nur sagen, das Ding steuert sich einfach genial. Hammerkrasse Kurvenlage, ist kaum am Springen, Alter. Bricht kaum aus. Ja gut, der einzige Nachteil in der Endgeschwindigkeit und der Beschleunigung ist halt nicht so geil. Aber, Alter, er macht das so wett wie ein Omnis. Vom Thema in Sachen Handling. Also vom Handling her macht er das sowas von wett, diese Nachteile in Sachen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit halt, ne? Und das ist einfach nur traumhaft, wie die Karre um die Kurven kommt.
absolut, also fast gar kein Ausbrechen für einen Klassiker, ist das schon ziemlich extrem, oder? Das ja. ist richtig krank. Ohne Downforce ist echt nice. Ja. Was heißt Downforce? Er hat doch Downforce durch den Spoiler. Ja, nee. Traktion. Ja. Die Traktion bekommt er durch die Downforce. was heißt denn Downforce? Na, Downforce Abtrieb. Ist so das wie beim Aerisham. Abtrieb. Abtrieb, Alter. Abtrieb. Durch das Reserverad bekommt er Abtrieb. Und hat deswegen mehr Traktion. Egal. Das jedenfalls geil. Geiles Handling. Geiles Handling. Ja, immer noch. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal echt gespannt auf die Rundenzeit. Ich habe irgendwas so mit einer 57er, glaube ich, gesehen. Ich habe dort eine 58. Spaß mal gucken hier. Oh, jo, 57er Rundenzeit, Alter. Beste Rundenzeit. Besser noch als der Italia. Ja? Geile Scheiße. Bei einem, ich sag mal, smoothen, chilligen Fahrstil. Ich habe mich jetzt nicht so krass, also ich hätte vielleicht noch mehr rausholen können. Also es ging relativ easy, die Rundenzeit hier zu bekommen. So, und jetzt testen wir mal, welche Rundenzeit wir mit dem Infernus Turismo Classic haben natürlich. Bis gleich. Eieiei, fünfte Runde. Und ich kann nur sagen, schon mal Fazit. Das Ding springt mehr als der Stirling und bricht auch mehr aus. Man muss echt aufpassen. Man muss viel sensibler mit Gas und Bremse spielen und mit der Lenkung. Kann mehr. Ja, aber dafür ist er halt auch schneller bloß. Was nützt das bei so einem kurvigen Rennen wie Bonus auf der 8? Da brauchst du echt das Handling. Also ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt von der Rundenzeit her. Da musst du echt vorsichtig sein, sonst brichst du hier schon aus bei der Kurve. Mit dem Stirling kannst du halt voll rumziehen. Oder fast voll. Da passiert kaum was. Wie sieht's bei dir aus denn? Oh, super, super, alles gut hier. Rotter, rotter, super gut, ja. Naja, sieht's auch, wenn er über die Curbs fährt, dann springt er schnell. Und du kannst halt echt nicht so krass einlenken, sonst ist er schon am Übersteuern. Auch nicht so krass vom Übersteuern her wie der Infernus Classic. Der war dann noch ein bisschen härter, was das angeht. Aber eben auch noch mehr als der Stirling GT. Also der hat noch ein besseres Handling als der Turismo Classic. Yes. So, Rundenzeitenvergleich vom Turismo Classic. Bin gespannt. Oh, ich hab eine richtig gute, Digga. Bin gespannt. Yes. Also das Beste, was ich hinbekommen hatte, war eine 57er mit dem Turismo Classic, eine schlechte 57er oder 57,8 oder so. Und jetzt bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, ich bin diesmal ein bisschen besser sogar gefahren, als noch, wo ich geübt habe. Because I'm happy. Was habe ich? Yes! Alter! Warte, eine 56er? Heftig. Also ich habe im Prinzip, kann man sagen, die gleiche Rundenzeit gefahren wie mit dem Stirling GT. Und ich glaube, wenn man jetzt in einem Rennen fährt, wo du halt noch mehr lange Geraden hast, etwas mehr als hier bei Bonus auf der 8, ich meine jetzt nicht so Rennen um die Map, sondern etwas mehr lange Geraden, dann bist du, glaube ich, mit dem Turismo Classic am besten beraten, wenn das so um Klassikerrennen geht. Ja? Also, und Kurven. Ja, und Kurven. Nein, nicht unbedingt. Ja, wegen der Beschleunigung würde ich schon... Ah, du brichst halt mehr aus als mit dem Stirling. Du brichst halt mehr aus als mit dem Stirling. Also ich sag's mal so, der Stirling hat das bessere Handling, aber weniger Speed, also weniger Beschleunigung, weniger Endgeschwindigkeit. Aber dafür eben der das bessere Handling. So, der Turismo Classic hat ein etwas schlechteres Handling, aber eben mehr Speed, was das wieder ausgleicht. Ihr habt's ja gesehen in den Rundenzeiten. Also ich würde sagen, er teilt sich mit dem Stirling GT... bei Bonus auf der 8 zumindest den ersten Platz und bei Klassikerrennen, ja, wo ihr ein paar mehr Geraden habt, paar mehr längere Geraden habt, da würde ich sagen, hat er denn die besseren Zeiten, hat bessere Karten als der Stirling GT. Und bei Rennen, wo ihr ganz lange, ganz viele lange Geraden habt, dann auf jeden Fall Z-Tap. Ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall klare Kaufempfehlung von mir. Gerade auch für diejenigen, die das nicht so stört, die damit gut klarkommen, dass der halt ein bisschen mehr springt, ein bisschen mehr ausbricht als der Stirling. Auf jeden Fall kaufen, Alter, besonders wegen dem Preis, Junge. Das ist crazy, wenn ihr mal überlegt, Infernus kostet mal gleich mal, Infernus Classic kostet mal gleich mal 200.000 mehr und ist im Prinzip schlechter. So, ja. Was soll ich dazu sagen? Klare Kaufempfehlung. Kauf diesen geilen Supersportwagen, Klassiker. Do it! Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, ihr haut rein und für alle, die noch einen gemoddeten Account brauchen mit viel Geld, Rang und anderen coolen freigeschalteten Sachen, die können mal gerne in die Videobeschreibung schauen, weil ich würde die Bestellseite und die Facebook-Seite von meinem Modder-Team Extreme Modding verlinkt. Danke auch an Rico Italien übrigens, dass ihr hier dabei war. Bis zum nächsten Video, ihr haut rein, wir sind raus. Peace out, bye bye, ciao. Na check it out, Leute, peace, yeah! Ich kann's noch, Digga! What the fudge, Cake?